ja. was sind das nur für Schwankungen gerade bei den Indizes? Das ist zum Haare rauf und das macht den ein oder anderen Trader oder die Traderin bestimmt auch verrückt. Das habe ich zumindest gestern auch aus dem ein oder anderen Kommentar an den Märkten gesehen, beziehungsweise in dem Gespräch mit einem befreundeten Händler, der noch nicht ganz so lange dabei war. Es ist schon absolut crazy, was hier momentan los ist. Dazu Nara gerne noch ein paar Worte am heutigen Freitag dazu sprechen wir über Euro US Dollar hier hinten es geschrieben zwischen Hoffen und Bangen wir haben das Thema Hedgefonds mit auf der Uhr und was das für die Märkte in nächster Zeit bedeuten könnte wir sprechen auch über den S&P 500 über dessen Abwärtspotenzial so was muss man heute auch mitmachen und wir haben nochmal, gestern hatten wir eine Frage zum US-Dollar-Japanischen Yen. Heute ähm, möchte ich darüber nochmal in den Chart sprechen. Ich habe ja gesagt, wir müssen mal so ein bisschen den gestrigen Handelstag abwarten. Heute blicken wir nochmal rein auf das, was dort gehen könnte. Da gab es ja initial erstmal einen schönen Move und wir sprechen hier heute, wie es weitergeht und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich schaue da gerade auch nochmal rein. Hier in die Chats, was noch an Fragen schon da ist. Das passt, alles klar. Wunderbar, Facebook läuft, die guten Morgengrüße kommen an. Zoom auch, das ist wunderbar. Freut mich, dass ich da mittlerweile auch die Rückmeldung ganz alleine bekomme. Ähm, SP wird gefragt, was ich dazu sage. Genau das Thema haben wir heute auch mit auf der Uhr. Was ich dazu sage, wir reden drüber ganz in aller Ruhe. Da haben wir die Zeit. Ich rede auch noch mal kurz über die Fett. Ähm, da gibt es nicht viel zu sagen, ähm, aber das Wenige, was es zu sagen gibt, hat halt auch eine gewisse Bedeutung. Und darüber sprechen wir gleich. Zuvor allerdings, wie immer, der Risikohinweis. Ich bitte, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir mal äh, zu den Nachrichten hier. Zunächst erstmal für den heutigen Handelstag. Da gibt es ein paar, die durchaus interessant sein können. Hier für uns in Deutschland natürlich das Thema Arbeitslosigkeit. Da kommen wir auch mehr oder weniger momentan mit einem blauen Auge durch die Krise. Hier an dieser Stelle. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die liegt um die 6%. Wir hatten es schon viel, viel schlimmer. Also von der Seite her muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Die niedrige Arbeitslosenquote ist halt auch etwas, das ein bisschen hilft, die ganzen schlechten negativen Auswirkungen entsprechend auch mit aufzuhalten oder abzufedern von dem, was wir hier in Covid-19 bekommen. Das Ganze an dieser Stelle zu den klassischen Zahlenwerk. Dann gibt es das BIP. Für uns heute hier in Deutschland auch um 10 Uhr. Das wird mit großer, großer Spannung erwartet. Denn hier äh, brauchen wir natürlich auch ein starkes Bruttoinlandsprodukt und das brauchen wir auch, um stabil weitermachen zu können und deutliche Abweichung hier. Hier könnten schon für deutlich negative Ausschläge an dem deutschen Aktienmarkt hier sorgen. Ansonsten am Nachmittag kriegen wir aus den USA den Chicago Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen von der Uni Michigan die Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen. Das Ganze hier um 16 Uhr zusammen mit den schwebenden Haufverkäufen. Und am Abend dann gibt es wie immer die COT-Reports. das ja, das bringe ich ja abends immer hier oder freitags immer der Vollständigkeit halber, weil der ein oder andere schaut doch drauf und dazu auch noch etwas, das wird hier in unserer Sendung irgendwann auch noch wichtiger werden, ähm, wenn wir dann entsprechend hier die Futures mit reinnehmen. Wird noch ein bisschen dauern, müssen noch ein paar Sachen abgeklärt werden, aber ich denke, es schaut relativ gut aus, dass wir dieses Feld an dieser Stelle auch mit aufmachen können und wir hier aus, wie man so schön sagt, edukativen Gründen immer mal ein bisschen die Charts auch anschauen kann und hier gerne auch die ein oder andere Frage beantwortet werden kann. Das passt an dieser Stelle ähm, ja soweit Jetzt kriege ich noch noch kurz eine Frage. Ich würde mich freuen, äh, wenn du auch zu COT etwas sagst. Äh, die Frage habe ich oder die Bitte habe ich verstanden, ähm, aber ähm ich weiß nicht genau, was damit anzufangen. Also möchten Sie wissen, was COT-Reports sind ähm, oder wie sich das Ganze entsprechend ähm, an den Märkten auswirkt, was man damit macht? Da wäre es äh, gut, mal etwas zu bekommen. Und da mache ich dann gerne auch mal noch ähm, eine Infosendung klassisch dazu. Ich kriege auch noch die Meldung, äh, dass der, der Text in Zoom sehr unscharf ist. Ähm, ja, hinten im Hintergrund wahrscheinlich. Das könnte unter Umständen sein. Ich schalte gleich mal um auf den Monitor hier schon. Danke für die Rückmeldung hier. Da sieht man zwar mich da nicht mehr, aber ähm, zumindest sollte der Hintergrund dann scharf zu sehen sein. Also das, die Daten für den heutigen Handelstag an dieser Stelle äh, und ähm, ja, Gold haben wir auch noch mit auf der Uhr heute. Also einiges noch mit da. Wir machen mal noch weiter mit dem Rückblick auf die wichtigen Nachrichten für diese Woche. Wir haben es gesehen, Montag Ifo-Geschäftsklimaindex, äh, der war. Ein ganzes Stückchen schlechter äh, als der letzte, auch schlechter als die Erwartungen, war jetzt aber zumindest von meiner Erwartung heraus. Keine, keine riesengroße Erwartung in dem jetzigen Umfeld. Muss man einfach sehen, dass der Index sich gerade aufgrund der jetzigen Situation ähm, in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld auch entsprechend aufhält. Am ähm, Dienstag ähm, haben wir in den USA Verbrauchervertrauensdaten bekommen und das war interessant äh, zu sehen. Wir haben ja bei uns in Deutschland deutlich schlechteres äh, Verbrauchervertrauen ähm, bekommen. Das äh, war schon massiv an dieser Stelle. In den USA natürlich ein wichtiger Punkt für die US-Wirtschaft, das Verbrauchervertrauen und wir sehen hier einen Wert, der sogar ansteigt. Da sieht man mal die großen Unterschiede. Der große Unterschied hier für uns in Deutschland, dass die Zahl so schlecht war, ist gewesen, dass die, sag ich mal, die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Republik mittlerweile sich schon Sorgen machen, wie das Ganze weitergeht. Die Menschen beispielsweise, die im Einzelhandel arbeiten, die sind ja nicht blind. Die merken ja genau, was in ihren Unternehmen los ist. Und natürlich ganz klar, man hat ja die Situation, dass es auch Kurzarbeit gibt, dass es Staatshilfen gibt. Da möchte ich die Diskussion jetzt gar nicht empfachen, wie gut die laufen und und und. Da gibt es genug, was Optimierungsbedarf hat. Aber wir sehen es halt, dass das in den, in den Köpfen. Der Leute etwas ausmacht und damit stellt man natürlich auch Anschaffungen zurück, sei es die kurzfristigen, sei es aber auch die längerfristigen, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die Tatsache, dass man natürlich dann auch sich Sorgen macht, was ist denn, wenn mein Geschäft nicht wieder aufmacht? ja. Was passiert denn, wenn beispielsweise ähm, Karstadt, Galeria, Kaufhof plötzlich weiter das Filialnetz ausdünnt? Ja? Oder was passiert denn im Bankensektor? Wenn äh, die Filialen immer weiter geschlossen werden und die Mitarbeiter massiv abgebaut werden, da gibt es ganz, ganz viel, äh, wo man an dieser Stelle halt auch Bedenken hat seitens der Bürgerinnen und Bürger, die sich sagen, so einfach wird das nicht, da stellt man es zurück und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Erwartungen und das ist ein wichtiger Fakt und wenn dort weniger Geld ausgegeben wird mal ganz davon abgesehen, dass man gar nicht so viel Geld ausgeben kann momentan, weil ja alles zu ist, aber ähm, man sieht es, es beschäftigt die Menschen und das hat tatsächlich Einfluss auf das, was an den Märkten auch passiert. Wir machen weiter am Mittwoch, da haben wir in den USA das Thema Auftragseingang für langlebige Güter bekommen und da habe ich ja auch schon immer gesagt, ähm, viele gucken da gar nicht so genau drauf, äh, weil die sich sagen, ja, was soll es, aber es ist doch eine ganz, ganz wichtige Geschichte bei diesen Punkten und zwar das sage ich immer wieder, man schafft sich ja nur etwas an für die Längerfristigkeit, wenn man davon ausgeht, dass man es längerfristig braucht. Und geht man von einer schlechten Zukunft aus, wird man sich wahrscheinlich keine längerfristige Anschaffung machen. Von der Seite her ist das Ganze eine grüne Zahl, sehr, sehr wichtig. Aber, und das darf nicht vergessen werden, sie liegt zwar über den Erwartungen, aber unter dem Vorwert. Und das ist wiederum ein nicht ganz so schönes Zeichen. Rohöllagerstände haben wir gesehen. Hier an diesem Punkt ja deutlicher Rückgang. Das ist eine sehr sehr starke Marke gewesen. Hat auf den Ölpreis aufgrund des jetzigen Gesamtumfeldes natürlich nicht die Auswirkung gehabt, dass der steil durch die Decke gegangen ist. Aber wir sehen es. Äh, die Nachfrage ist halt entsprechend weiter da und dann kommen wir zum Thema ähm, FOMC-Statement und dem Zinsentscheid. Und da hatte ich ja schon gesagt, das gucken wir uns heute am Freitag mal mit an. Ich habe mir äh, das Statement mal ausgedruckt und reingeschaut und ähm, man sieht entsprechend auch, was der Markt oder wie der Markt darauf reagiert hat. Und das, was äh, die Fed gesagt hat, war das, sagen wir mal so. Die Fed stand zu ihrem Wort. Ja, das ist auch das, was Paul gesagt hat. Was wird gemacht? Äh, die Zinsen natürlich, die bleiben unberührt. Äh, man sieht hier der Zinsentscheid der Fed. Da steht weiterhin äh, die 0,25. Was auch weiterhin äh, gemacht wird, ist äh, sozusagen ähm, das Thema ähm, Ankauf von Wertpapieren. Und hier wurde einfach gesagt, die Erhöhung ähm, äh, der System Open Market Account Bestands äh, an diesen Wertpapieren, also das Kaufvolumen, äh, wird um 80 Milliarden äh, oder um 80 Milliarden. US-Dollar äh, pro Monat und die sogenannten Mortgage Packet Securities, die MBS, um 40 Milliarden äh, US-Dollar pro Monat aufgestockt. Also die Anleihekäufe gehen quasi weiter. Das ist das, was auch bisher gemacht wurde. Und das sind die Dinge, die hier an dieser Stelle zum einen wichtig gewesen sind. Zum anderen das Statement in der Pressekonferenz, dass man sehr genau beobachtet, was gerade los ist und dass man weiterhin stützend zur Hand oder zur Stelle steht. Und dann, dann kam ein, ein sehr, sehr wichtiger Augenmerk. Und das war dann, denke ich, auch ein sehr, sehr enttäuschender Punkt für den Markt. Ich meine. Der Markt ist stark zurückgegangen ähm, an diesem Mittwoch, äh, auch durch äh, das, was die FED gemacht hat. Ähm, man muss halt einfach sehen, äh, es wurde gesagt, man wartet jetzt erst einmal ab, wie die beiden Regierungen anfängt zu arbeiten. Punkt. So. Heißt also, wir sind da, wir helfen euch, aber momentan erstmal nicht so, weil wir wollen erstmal wissen, was ihr macht. Das war natürlich eine Entsteu äh, eine, 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 eine eine, sag ich mal, eine Situation, die der Markt nicht gerne gehört hat. Der Markt hätte viel, viel lieber eine. Überraschung gehabt, so wurde geliefert, was erwartet worden ist, beziehungsweise möglicherweise auch ein bisschen weniger. Und das muss man erstmal abwarten. Das heißt, man merkt jetzt schon, dass das Gewicht extrem stark auf Biden und Bidens Regierung gelegt wird, um erstmal zu schauen, was haben die vor, wie wollen die weiter vorgehen, wo brauchen die denn unsere Hilfe und wie wirkt sich deren Art und Weise zu arbeiten und die Wirtschaft zu stützen, auf die Wirtschaft aus und dann kommt die FED und das ist der Weg, der hier gegangen wird und da muss man jetzt wirklich erstmal sehen, was beiden auf die Beine stellt, wie das Ganze vorangeht und natürlich das Thema Covid-19, das Ganze in Grenzen zu bringen, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Fakt und das muss man auf der Uhr haben. Und da wird sich in Zukunft zeigen, wo es hingeht und solange wie dort keine Klarheit vorhanden ist, wird es mit Sicherheit relativ volatil an den Märkten zugehen und wenn die Anleger massiv in Deckung gehen sollten, dann allerdings auch weitere Abverkäufe zu sehen sein. Das gucken wir uns nachher mal so ein bisschen bei den Indizes an. Das war der Mittwoch, Donnerstag haben wir dann in den USA entsprechend hier das BIP bekommen. Hier war es ganz einfach so, da wurden die Analysten Empfehlungen getroffen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das war der viel, viel wichtigere Faktor an dieser Stelle. Da wurden erwartet 875.000, es waren aber weniger. Das ist eher positiv zu sehen. Und wir haben ja gesehen, was gestern an den Märkten passiert ist. Verkäufe neuer Häuser, das Thema an dieser Stelle, über dem vom letzten Mal, aber leicht unter den Erwartungen. Deswegen die Zahl rot. Aber. Wir sind dort weiterhin auch leicht im Anstieg und Immobilienmarkt ist ja sehr, sehr wichtig für die USA. Wenn es dort plötzlich einen massiven Einbruch geben würde, hätte das auch massive Konsequenzen. Denn wenn neue Häuser nicht mehr verkauft werden, man muss die Spirale einfach mal zu Ende denken, gibt es weniger Aufträge, weniger Bauaufträge heißt weniger Umsatz bei den Baufirmen, weniger Umsatz bei den Baufirmen heißt weniger Umsatz bei den Firmen, die die Produktionsmaterialien und Lieferungen an den Mann bringen. Also das zieht sich alles da nach unten und deswegen... Schauen wir dort auch ganz genau mit drauf. Das war sozusagen der Wochenrückblick ähm, für jetzt und an dieser Stelle noch der Wochenvorausblick, also das, was wir in der nächsten Woche erwarten können. Hier an dieser Stelle geht es am Sonntag schon los. Da gibt es aus China den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Dann gibt es am Montag hier an dieser Stelle aus China den hsbc Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also zwei ähnliche ähm, Indizes, die wir hier genannt bekommen. Das wird wichtig zu sehen, was China macht, weil China ist ja auch ein Handelspartner von Deutschland. Thema Export sollte uns helfen, wenn es dort rund läuft. 9.55 Uhr gibt es dann hier für uns in Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Äh, die Briten ziehen nach um 10.30 Uhr und um 16 Uhr gibt es dann den äh, gleichen Index für die USA. Also nächste Woche ist wieder eine Woche vor. Vollgepackt mit Einkaufsmanager-Indizes. Mittwoch geht es bei den Briten weiter mit dem Gesamtindex und dem Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. 11 Uhr gibt es dann das ganze äh, Thema Verbraucherpreisindex in der EU. Gut, da wird nicht wirklich viel passieren. Und dann Mittwoch das erste Thema ADP Beschäftigungsänderung. Und wir wissen ja auch immer in den Wochen, wo wir diese Nachrichten bekommen, kommen auch die Nonfarm Payrolls. Die kommen dann am Freitag in den USA um 14.30 Uhr. Also, das sind mal ein paar wichtige. Entscheidung hier am Donnerstag kriegen wir noch von der Bank of England ähm, die Zinsentscheidung und ein paar Worte rundherum. Da wird sich zeigen, was hier passiert, aber ich denke, da wird es auch keine gravierenden Änderungen an der aktuellen Strategie geben. Man schaut allerdings entsprechend hin. Das quasi die Zahlen und Fakten für die kommende Woche und damit gehen wir jetzt rein in die Chartanalysen. Heißt also an dieser Stelle rein in Euro-US-Dollar-SP 500. Wir schauen auf US-Dollar-Japanisches-Yen. Wir haben auch schon eine ähm, Anfrage hier in den Moment im Chat, habe ich irgendwo gelesen, Thema Gold. Jawohl, wie lange läuft Gold noch in der Range? <laughs> Klasse, was dir ja, Leute, auf so eine Frage kann ich ganz einfach antworten. Die ist zwar blöd, aber ich könnte jetzt Bajar sagen, bis es ausbricht. Aber äh, ich habe echt keine Ahnung. Aber wir gucken uns Gold natürlich an. Hier ist auch ein Smiley dahinter, ähm, auf alle Fälle. Wir gucken uns den Goldpreis natürlich auch mit an. Zunächst allerdings ähm, der Blick hier in den Euro. Und äh, da mache ich auch das Bild jetzt mal auf Facebook groß, dass man den Chart sehen kann. Lösche hier mal flott noch ein paar Dinge raus, die wir jetzt bei diesem Chart äh, nicht benötigen. So, und jetzt schauen wir uns, wir, wir lassen diesen Chart jetzt einfach mal auf uns wirken. Ja? Und dann habe ich ja vorhin im Vorspann gesagt, Euro, US-Dollar zwischen Hoffen und Bangen. Ja? Und da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, wo kommt denn hier Hoffnung her? <laughs> und wo entscheidet sich das Bangen? Und das sieht man in diesem Chart relativ gut, äh, das Thema Hoffnung. Haben wir da und wir haben auch eine wichtige Unterstützung. Das sehen wir im Chart, wenn wir uns den Tageschart an dieser Stelle mal anschauen wollen. Das heißt, hier haben wir eine, einen, einen Supportbereich, den hatte ich hier in grün markiert, um die Marke von 1,2060. Das sehen wir hier. Das war hier getestet, ging es nach oben. Hier getestet, ging es nach oben. Hier am Mittwoch getestet, geht es nach oben. Das ist das Erste. Das ist quasi das der Abprall von unten nach oben ist immer das Thema der Hoffnung, dass die Hoffnung gehegt wird, dass man doch in die Situation kommt, dass die Kurse sich wieder weiter nach oben entwickeln. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was in Richtung Hoffnung reingeht, ist die Tatsache, dass wir hier diesen Schwung und Drehbereich um die 121,40 im Markt haben, den wir vom ersten Abprall hier unten nach oben hin überschritten hatten. Das war ein ganz ganz wichtiger Fakt, denn damit ist erstmal ein Widerstand aus dem Markt genommen worden. Und was dann in Folge kam, na klar, der Rücksetzer hier, das Zwischenhoch bei 1.2189 hat den Markt wieder nach unten geführt, aber er hat hier ein leicht höheres Tief gemacht und das ist wieder so ein bisschen, wo man sagen kann, okay, das ist mal jetzt die Hoffnung, dass der Markt es schafft tatsächlich jetzt da oben über die 1.2140 nachhaltig drüber zu gehen und hier die 1.2189 rauszunehmen. Wenn er das schafft, haben wir wieder einen Aufwärtstrend und da kommen dann für den Schwung nach oben, also für die bullische Phase, und das ist die Hoffnung, die man hier noch hegen kann. Hier als nächstes das alte Drehlevel um die 122.20 ins Spiel, und wenn er das auch nach rausnimmt, dann nach oben hin der Weg offen. Soweit ist es aber noch lange nicht, denn solange wir nicht hier oben im größeren Bild über die 121.89 drüber laufen, da ist noch nichts mit Aufwärtstrend im Tageschart. Wir schauen uns das Ganze gleich auch noch im, im niedrigeren Zeitrahmen an. Sondern da müssen wir ganz klar auch noch das Thema der Unterseite auf der Uhr haben. Da haben wir einmal das kurzfristige Bild und einmal das mittelfristige Bild. Und im Tageschart macht es Sinn, dass wir jetzt erst einmal das mittelfristige Bild besprechen. Denn brechen die Kurse hier unter die 1,2060 durch, dann haben wir hier Fortführung der Abwärtstendenz. Hier, also schaut mal, das ist alles Aufwärtstrend, das ist alles korrektive Phase. Und hier trendet der Markt halt nach unten. Ich mache auch gleich mal den kleineren Zeitraum noch rein. Und da sieht man es ziemlich stark an dieser Stelle, dass wir hier den Abwärtstrend am Laufen haben. Und dieser Abwärtstrend, der setzt sich halt fort, wenn wir hier unten durchkommen. Und wenn wir da nur mal die Differenz äh, zwischen dem letzten Rücklauf, äh, also vom Tief zum Hoch äh, der Korrektur, also vom Tief des Trends zum Hoch der Korrektur, das einfach mal rausnehmen, da sieht man relativ schnell, welches Potenzial ein Ausbruch zur Unterseite in sich trägt. Nämlich dann laufen wir schon mal relativ schnell hier in die Unterstützungen rein. Um die 1,1965 bzw. hier unten die 1,1920. Das sind wichtige Level, die wir hier im Chart haben äh, und die sollte man an dieser Stelle nicht vergessen, auf der Uhr zu haben. Das ist quasi ein Swing, der sich durchaus auch nach unten mit aufbauen kann. So und damit mit diesem ähm, Bild sozusagen. Schauen wir uns jetzt mal noch äh, die, die unter, den untergeordneten Zeitrahmen mit an. Und äh, da sehen wir an dieser Stelle hier schon ein paar Linien drinnen, äh, die wir jetzt allerdings im äh, kleineren Chart gar nicht weiter brauchen. Das heißt, äh, die brauchen wir hier, ein paar größere Linien brauchen wir nicht. Und das, was wir hier jetzt entsprechend brauchen, in dem Blick oder mit dem Blick in das kleinere Chartbild ist der feine Verlauf zwischen dem, was wir hier gesehen haben. Und hier in diesem feinen Verlauf sehen wir halt, dass der Markt hier unten schon reagiert. Dass wir gerade hier im letzten Bild, schaut mal hier, habe ich das mal eingezeichnet mit diesem, mit diesem blauen Kästchen, der Bereich um die 1,2078 hier angelupft hoch, angelupft hoch, angelupft hoch. Der Markt hat dieses Level immer wieder benutzt, um nach oben zu kaufen. Er ist zwar hier auch noch mal ein bisschen nach unten gespiked, aber... Hier der Trendverlauf, der kleinere, der nach unten läuft, ist natürlich da. Sollte es der Markt jetzt tatsächlich schaffen, hier oben drüber zu laufen, über die 1.21.40, dann haben wir Karten, in die Oberseite reinzulaufen, hier erst einmal den Widerstand wieder rauszunehmen und danach quasi weiter nach oben zu laufen. Hier oben rein über die Marke von 12189 und da ist noch ein kleines Zwischenlevel vorher hier. Dieser Bereich hier um die 1,21 knapp 75, der ist da. Das ist hier alles relativ eng. Ja? Deswegen jemand, der das in einem Kleinstzeitrahmen, beispielsweise im 5-Minuten-Chart traden möchte, der hat natürlich gute Karten, diesen Abwärtstrend hier zu nehmen und wenn wir hier wegzufliegen, ein Stück weit hochzutreten für einen Swing in etwas weitere Regionen rein, da braucht es schon mehr und da braucht es die Bestätigung der größeren Bilder hier. Und wenn hier einiges rausgenommen wird, dann kommt es darauf an, hier oben nächster Anlaufpunkt, die 1,22,20 hier, dieses Umkehrlevel und dann hier zwischenhoch bei 1,22,85 und dann das. Ganz, ganz weiter hoch. Das wäre dann die deutliche Umkehr. Und das ist das, das Spannungsumfeld, was wir hier momentan haben, wo wir uns in einer Entscheidung entscheidenden Phase befinden. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Schiebt es nach unten durch, haben wir doch ein paar kleinere Anlaufpunkte. Und das zeigt mal wieder, wie wichtig der Support hier unten ist. Schaut, da haben wir die kleinen, die kleinen Zwischenspikes, hier, das Tief hier und hier um die 1,2054 bis 1,2059. Hier, das ist dieser kleine Drehbereich mitten im Brot da wird es entscheiden, wenn wir runtergehen, ob es zum Abprall äh, sozusagen der Abprall oben vom Widerstand zu einem dynamischen Schub nach unten führt, und mit das Ganze hier dann in die tieferen Bereiche reingehen oder zum Abprall interessantes Umfeld an dieser Stelle muss ich sagen. Also das Ganze hier in diesem Punkt. Ähm, kurze Frage: Wir haben gerade eine Handhebung in Zoom gehabt. Klassisches Handheben zeigt mir, dass jemand etwas möchte, aber ich kann leider nicht sehen, was gewollt wird. Das heißt bitte eine Frage in die Chat schreiben, da kümmere ich mich dann sehr sehr gerne drum. Das der Blick in das Währungspaar Euro US-Dollar und wir machen damit weiter. Wir bleiben noch flott bei den Währungen und zwar hier zunächst nochmal der Blick in das Währungspaar US-Dollar-Japanischer-Yen. Und den hatten wir gestern schon und hier sehen wir mittlerweile den bestätigten Ausbruch. Und das ist das, was ich gestern so avisiert hatte, dass man darauf mal schauen sollte. Und deswegen habe ich das Währungspaar hier und heute mit auf der Uhr, weil es mal interessant zu sehen ist, wie sich so eine Bestätigung entwickelt. Wir hatten gestern die Frage des Ausbruchs hier zur Oberseite rein. Schaut mal hier an dieser Stelle. Wir Standen gestern hier an dieser Kerze, als wir so leicht drüber gelugt sind über diesen Kai nach unten hinaus. Jetzt haben wir hier durch den Ausbruch nach oben einen validen Aufwärtstrend und jetzt haben wir auch die Bestätigung des Ganzen. Und da wird es jetzt tatsächlich interessant, wie es weitergeht. Und das ist halt ein schöner. Es war quasi mal ein schönes Live-Beispiel, wie so ein Richtungswechsel, so ein nachhaltiger Richtungswechsel ausschauen kann. Ich zeichne das mal ganz kurz ein, was ich damit meine. Und dann schauen wir uns das Ganze mal noch in der kleineren Zeiteinheit an, weil das sind genau die Spiele, wo ich sage, das wiederholt der Markt immer und immer wieder, häufig in anderen Märkten, aber das Bild ist genau das gleiche. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen, schaut mal hier, da hat man hier die Korrektur, unten rein die Bewegung hier an dieser Stelle, hier das Tief, da oben rein, zack. So, und was haben wir dann gehabt? Dann haben wir hier den ersten Initialschub zur Oberseite hin, dann äh, entsprechend die äh, Korrektur und jetzt haben wir mit Schub oben drüber einen Aufwärtstrend, der hier ein wichtiges Level rausgenommen hat, nämlich dieses äh, alte Zwischenhochlevel. Und damit hat der Markt jetzt erstmal Luft bis oben rein zunächst hier in die, die 104,75. Das ist also dieser Widerstandsbereich hier oben. Und wenn der tatsächlich rausgenommen wird, dann können wir uns weiter oben orientieren, hier oben Richtung über den Daumen. you <laughs> 106. Da ist der Weg jetzt offen und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im kleineren Bereich an. Das heißt, wir gehen hier mal eben in den 4- bzw. Stundentrend. In den Stundentrend ist es schöner zu sehen. Da sehen wir nämlich hier, wie schön sich der Markt von unten nach oben aufgemacht hat. Das war der Ausbruch, das der Retest und jetzt der Schub nach oben. Damit haben wir schön die, die Trendfortsetzung zur Oberseite hin. Hier, schaut euch das mal an. Da läuft der Markt jetzt schön nach oben und genau das ist das Prinzip, was wir sehen wollen und müssen. Das ist und wir sehen jetzt hier oben auch schön eine kleine Korrektur auf relativ hohem Niveau. Im Moment, der Markt dort oben drüber schiebt und dieses Level hier hinten. Schaut mal hier, das war ein Verkaufslevel, das Korrekturhoch in diesem Abwärtstrend hier zur Unterseite rein. Da laufen wir jetzt drüber und wenn wir das tatsächlich rausnehmen und nicht nach unten abprallen, dann haben wir den nächsten Anlaufpunkt hier oben an diesem Mehrfachtop bei 104,75. Also da sehen wir, wie schön der Markt nach oben läuft und für diejenigen, die sich sagen, okay wir schauen uns das ganze jetzt mal an und wir wollen so ein bisschen korrektur trading machen die schauen einfach drauf was hier an diesen stellen passiert ob hier wirklich die Nachfrage stark und hoch bleibt oder ob sie irgendwann versiegt. Und bei der Entscheidung, ob man dort wartet oder nicht, hilft der Blick in die größere Zeiteinheit mit rein. Denn wenn man einfach mal schaut, wenn man hier äh, so einen starken Move auch rausnimmt mit so einer hohen Dynamik und man läuft über solche Levels auch drüber und dann ist der nächste Zielbereich erst ganz weit weg, dann ist es oft so, dass der Markt erst nochmal ein Stück zurückkommt durchatmend weil dann plötzlich keiner mehr da ist der nach uns kommt zumindest für eine, für eine gewisse zeit und die Händler, die hier unten ihre Positionen eröffnet haben, halt irgendwann mal diese weiten Läufe dafür nutzen, kurzfristige Gewinnmitnahmen zu machen. Und das äh, Thema, das sieht man dann in den kleineren Zeiteinheiten und wenn wir uns da den Stundentrend mal anschauen wollen und wir dann irgendwo eine, sage ich mal, Konsolidierung sehen, ich mache jetzt mal das klassische Beispiel, wir prallen hier oben schon von ab, ja, dann sehen wir den Abprall, die Abprallinitiierung, wenn wir hier oben drob nicht drüber kommen, sondern entsprechend abprallen. Das heißt, ich zeige jetzt nur mal das Bild. Wir haben natürlich noch keine Entscheidung, aber schaut mal hier: das war der letzte Move nach oben, das die Korrektur. Und wenn wir jetzt hier oben abprallen sollten und dann hier drunter fallen, ähm, haben wir hier erstmal schon den Gegentrend. Und dieser Trend hat dann natürlich die Chance nach unten zu laufen, also sich hier in die Korrektur zu entwickeln. Und da wäre der erste Anlaufbereich natürlich erstmal hier. Dieses Zwischentief, was wir hier unten haben, und dann können wir uns an den Swinglos entsprechend orientieren, beziehungsweise dem größeren Ausbruchslevel und hier unten das nächste Swinglose. Also, das sind gute Marken, an die man sich also quasi halten kann. Man muss halt jetzt einfach nur schauen, wie es losgeht. Und das ist halt wichtig, solange wie wir nicht hier unten unter diesem Level sind. Moment, ich ziehe mal kurz eine Linie hoch. Also hier unten drunter müssen wir aus jetziger Sicht laufen, dass diese Aufwärtsdynamik erstmal rausgenommen wird, in die Korrektur reinzugehen. Eine kleine Gegenbewegung bildet sich, wie schon gesagt, wenn wir hier unten drunter unter dieses Level fallen, hier unter das Zwischentief, dann trennt der kleine Markt nach unten. Dann haben wir hier oben ein tieferes Hoch und dann fallen die Tiefs. Das ist dann der abwärtskorrektive Abwärtstrend im Sinne. Der Stunde und wenn wir dann den Stundentrend auch noch rausnehmen sollten, das wäre dann das Thema der Korrektur zur Unterseite hin. Und da haben wir dann schön die Marken unten drinnen hier zack unten rein 104,04 in etwa. Dann hier an dieser Stelle dieses Ausbruchslevel, grob der Bereich hier drüben um die Marke von knapp. 104 in etwa, also dieser Bereich hier oben ist so in etwa 1039 bis 104, das hätten wir da und dann natürlich hier unten sozusagen die tieferen Bereiche, also die Swinglos, die wir hier da an dieser Stelle haben. Das sind tatsächlich die Marker, die jetzt hier an dieser Stelle wichtig sind für das Thema der korrektiven Phase nach unten, sollte es wirklich so weit kommen. Aktuell sieht's nicht so aus, ja, aber das war mal klassisch so ein Bild, wo ich sage, wenn man mag und kurzfristig einen Rücksetzer traden möchte, dann wirklich sehr, sehr gerne. Aber wir sehen es halt, der Dollar wird momentan immer stärker. Das kann man auch sehr, sehr schön erkennen. Moment, ich zeige es mal ganz kurz, wenn wir uns den US-Dollar einfach mal auf Finwitz anschauen. Also hier einfach den US-Dollar sozusagen als Future mal anschauen bei den Currencies. Wo haben wir es hier? Da sind die Currency Futures. Da ist es so. Schaut euch das mal an. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber hier. Das ist der US-Dollar. Und der US-Dollar, ähm, der ist halt hier oben drauf und dran, sich nach oben hin über die Marke von 91 fortzusetzen. Sollte er es tatsächlich schaffen, dann spricht das natürlich genau das Bild. Der stärkere US-Dollar ähm, bringt dann das Gewicht rein und wir brechen weiter nach oben auf. Und da schiebt es den Markt natürlich schön zur Oberseite rauf. Und das ist das, was wir dort dann entsprechend sehen werden. Also, also, das hier, der Blick in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen an dieser Stelle. Und damit gehen wir weiter zu den Indizes. Nein, wir machen zuerst noch kurz den Blick in Gold. Hier, den Scherz von heute Morgen, den lassen wir uns nicht entnehmen. Wo ist das Gold hin? Moment, hier haben wir es. Da haben wir das Gold. Hier. Das tippel -Tappel. es ist irre, was hier los ist. Also ähm, klar, wir hatten den Versuch nach oben auszubrechen, wir hatten hier den Versuch nach oben zu auszubrechen, hier ebenfalls. Ähm, momentan ist es tatsächlich so, ähm, dass wir sehr, sehr angespannt in Gold sind und der starke US-Dollar. Und das ist jetzt so ein bisschen Erwartungshaltung, die ich hier mal so reinbringen möchte. Auch, solange wie der US-Dollar weiter stärker wird und alle anderen Rahmendaten so bleiben, wie sie jetzt sind, gehe ich aus Charttechnischer Sicht momentan nicht davon aus, dass wir ein stark Steigenden Preis im Gold sehen. Wichtig ist, eine Grundtendenz ähm, ist schon mal gemacht worden. Also mittelfristig könnte es durchaus äh, ein Stück weit nach oben gehen, aber eben erstmal nur mittelfristig. Da muss vorher noch eine Entscheidung im US-Dollar getroffen werden. Und zwar ähm, genau die Tatsache, die wir hier im Trading halt brauchen mit dem Thema Trendverortung. Also, das heißt, wie läuft das Ganze denn? Und da ist es halt quasi so, dass wir hier mit Blick auf diesen Markt hier. Das war das Korrekturhoch, das das Tief und jetzt sind wir quasi hier ähm, nach oben drüber gelaufen, über dieses Level hier, über diesen Widerstand. Und das hat halt erstmal initiiert, dass der Markt tatsächlich rein nach oben möchte. So, das ist jetzt quasi da ähm, und das haben wir jetzt auf der Uhr. Das nächste, was wir hier an dieser Stelle sehen, was immer so ein bisschen die Long-Szenarien mit befeuert, ähm, ist das Unterstützungslevel, das wir hier unten haben. Also hier, schaut mal, dieser Bereich hier, unten um die 1900 und ein paar 30, da ist der Markt hier immer wieder aufgesetzt. Aber Leute, solange. Für das langfristige Bild, solange wie wir nicht hier oben diese Zwischenhochs rausnehmen und dann hier die 1800 knapp 75 überschreiten, haben wir nur einen kurzen Ausreißer nach oben gehabt. Und das Ganze hier zur Unterseite dann zu sehen, das sind wirklich wichtige Sachen. Und da sieht es dann eher tatsächlich so aus, wenn das Level hier unten, wenn die Kurse unter diese 1830, 33, 30 fallen sollten, dann sieht es eher so aus: Thema Wiederaufnahme. Aber es hängt wirklich sehr, sehr viel davon ab, wie der Markt. Markt an dieser Stelle hier auf den US-Dollar reagiert und wenn der halt deutlich an Stärke gewinnt, dann wird der Goldpreis sinken, weil einfach der Goldpreis äh, oder das Gold in US-Dollar quasi bezahlt wird und wenn der US-Dollar stärker wird, dann bekommt man pro US-Dollar mehr der Menge an Gold und deswegen sinkt entsprechend der Preis für die fein und Gold an diesem Punkt. Das ist halt einfach so, wie es ist. Und wenn wir uns mal ähm, Silber anschauen, Silber sieht momentan ein bisschen anders aus, also die beiden Währungspaare. Haben sich im Groben äh, so ein bisschen davon entfernt. Äh, dafür ist Silber vorher ein bisschen stärker unterwegs gewesen. Momentan haben wir so ein bisschen stärker auch im Silber. Woran das jetzt liegt, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu eruieren. Ich schaue hier an mir einfach nur die Charts an. Möglicherweise hängt so ein kleines bisschen damit dran, dass Silber mehr Industriemetall auch ist ähm, als nur Edelmetall. Und Silber halt in der Industrie deutlich mehr verwendet wird. Möglicherweise ist das ein Punkt. Muss man beobachten. Allerdings weiß man ja, dass Gold und Silber in der Regel häufig ähnliche Kursverläufe haben und von der Tatsache muss man das Ganze einfach mal mit absehen. Also das ist der Blick in Silber und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zu den Indizes und wir starten hier mal mit dem SP 500 und da muss ich mal kurz schauen. Ich hoffe, dass ich den SP 500 in dem Fenster von gestern mal noch mit aufkriege. Das ist der Euro, das ist auch der Euro. Ach, schade, ich habe ihn jetzt nicht mehr hier. Ähm, denn wir haben natürlich gestern eine sehr, sehr, sehr schöne Umkehr bekommen. Ähm, und das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie schön der Markt von unten nach oben gekommen ist. Das ist heute mittlerweile. Alles wieder ähm, komplett negiert, aber man sieht halt, dass der Markt sich so ein kleines bisschen wehrhaft gibt an dieser Stelle. Und ich habe das hier mal skizziert, mal mit eingezeichnet. Wir sind halt in dem laufenden großen Aufwärtstrend, den wir hier auch drinnen haben. Hier schaut mal, dass der große Aufwärtstrend ist da. Wir sind halt hier in eine deutliche Korrektur übergegangen und dass man das sieht, sieht man hier an dem letzten Aufwärtstrendkanal, den wir in diesem Index haben. Wartet mal, ich nehme mal kurz die ganzen Zahlen hier raus. Die können wir nachher wieder reinlegen, wenn wir es brauchen. Ähm, das ist also wichtiger, wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir hier haben. Wir sind aus diesem Kanal nach unten hin ausgebrochen und das ist eher ein bärisches Zeichen. Und das ist jetzt die Tatsache, äh, wo man einfach mal sehen muss, was machen denn die Händler aktuell an dieser Stelle auch. Das heißt, wo geht es hier hin? So, jetzt ist der Chart mal aufgeräumt. Was sind wichtige Faktoren und mit Blick auf diesen äh, Chart sehen wir halt, dass wir hier unten in diesem Bereich um die Marke von etwas über 3700 Punkten ähm, einen Versuch haben, eine Bodenbildung zu machen, und das ist jetzt wichtig. Schlägt dieser Versuch fehl, ja ist der nächste Anlaufpunkt mal hier unten, der Drehbereich um die na ja, 6, äh, 3660. Das ist schon ein ganzes Stückchen an Potenzial zur Unterseite noch mit drauf. Das ist das, äh, was entsprechend die kurzfristig agierenden Händler mit auf der Uhr haben sollten. Das heißt, dieses Bild mal eben ganz kurz in die Stunde transferiert, da sehen wir ganz klar und deutlich dass wir hier den Ausbruch nach unten gehabt haben und das Ganze entsprechend auch trendig läuft. Hier, also hier der Ausbruch oben raus, zack, nach unten hin. Ne? Und hier sehen wir es im Kleinen, lief der Trendverlauf nach unten. Und jetzt kommt halt diese, sage ich mal, Unsauberkeit mit rein, äh, diese sogenannten äh, Whipser Markets, wo der Markt quasi stark hin und her springt, wie wir das jetzt hier haben, ähm, wo man einfach ähm, relativ schnell sein muss. Also in dem Moment in solchen Märkten werden die Langsamen von den Schnellen gefressen und deswegen muss man ganz genau hinschauen, was an diesen Stellen halt passiert. Und jetzt der Punkt, wo wir genau hinschauen müssen, ist halt, was kommt hier unten? Denn das ist jetzt schon Geschichte. Das ist geschehen. Damit können wir nichts mehr anfangen. Hier unten wird es jetzt allerdings wichtig, zwischen, naja, dem Tief, ich sag mal grob der Schwungbereich hier unten, ähm, 3711 hier bis in etwa 3715. Also dieses Level. Ist für das kurzfristige jetzt extrem interessant. Testen wir diesen Bereich und prallen wir wieder nach oben ab, haben wir für den Kurzfristbereich als Anlaufmarke erst einmal zunächst wieder hier oben grob die Marke von 3.755 bis 60. Das hier oben, dieses Level da, wenn der Abprall kommt. Das heißt, ich würde mich jetzt als kurzfristiger Händler ganz entspannt hier unten auf die Lauer legen und entsprechend mal schauen, was hier passiert. Kommt es da zu einem Umkehrszenario, wie wir es gestern gesehen haben, und das schauen wir uns jetzt mal eben im 5-Minuten-Chart an, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr schönes Zeichen für die Long-Bewegung. Und das ist das, was ich gestern, was wir hier auch angesprochen haben, wo wir tatsächlich die Chance zur Aufwärtsbewegung hatten, und das hat sich dann gestern natürlich sehr, sehr stark gelohnt. Denn schaut mal hier, sind wir unten in diesen Unterstützungsbereich reingelaufen, und dann hat der Markt angefangen, einen, einen äh, Aufwärtstrend zu bilden. Moment, hier. Seht ihr es? Hier Aufwärtstrend. Und das hat sich dann schön nach oben fortgezogen. Und das ist interessant. Und da wird es jetzt wichtig zu sehen, wie passiert das hier unten. Ne? Was passiert jetzt hier? Drehen wir tatsächlich wieder rum? Sehen wir etwas wie hier? Ne? Hier haben wir das gleiche Bild gesehen. Aufprall, Aufwärtstrendbildung. Aufprall, Aufwärtstrendbildung. Das ist der 5-Minuten-Chart. Und das ist genau das, was wir hier unten brauchen. Bildet sich hier ein Gegentrend, ist das die erste frühe Chance, etwas nach oben zu laufen. Na, das ist wichtig. Prallen wir allerdings nicht ab, sondern rutschen wir unten drunter durch, dann müssen wir uns ganz klar auf das fokussieren, was wir auf der Chart-Unterseite haben. Und das ist an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Und bei dem Thema äh, der sehr, sehr hohen Schwankungen äh, an den Märkten, möchte ich noch mal ganz kurz äh, auf, auf etwas anderes zu sprechen kommen. Und zwar geistert in den letzten Tagen immer wieder so das Thema ähm, der, der der Hedgefonds äh, durch die Gegend. Und äh, viele Menschen, äh, die haben zwar von dem Thema Hedgefonds-Manager-Schoner oder Hedgefonds etwas gehört nur für die meisten äh, sind das einfach, man nennt es äh, so die Heuschrecken, die ganz, ganz bösen Trader äh, an den Märkten, äh, die immer wieder ganz, ganz schlimme Sachen verursachen. Ähm, ich habe dazu eine etwas andere Meinung. Ähm, denn wenn man es mal, ich sage mal, mal so auf, auf, auf etwas ganz, ganz banales runtergebrochen, bedeutet das nichts anderes, ähm, dass äh, die Hedgefonds, die gehen ja häufig Leerverkaufspositionen ein. Ja, das ist halt der Punkt, der hier kommt. Und wenn man das einfach mal runterbricht, wenn der Hedgefondsmanager jemand ist, der Leerverkäufe initiiert, was macht er denn? Der tritt am Ende im Orderbuch als Verkäufer auf. Das ist die eine Seite. Die wollen dort verkaufen und auf der anderen Seite haben wir das die Gegenparteien, die sich sagen, Mensch, die Aktie, die gefällt mir, das ist mein Liebling, gerade die privaten, die nicht so sehr auf die Zahlen schauen, die sagen, so, oh, das gefällt mir, ich kaufe jetzt und damit bekommen wir Käufer und Verkäufer auf ein Level. Ja, und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, um das mal einfach zu sagen, was würde denn passieren, ähm, ähm, wenn die Hedgefonds-Leute nicht mehr da wären? Da würde halt ein extrem wichtiger Part an den Märkten fehlen, ähm, die auch für, sage ich mal, Kursbewegungen an den Märkten sorgen. Und dann darf man ein was nicht vergessen. So ein Hedgefonds. Der hat ja eine Handelsstrategie. Ja? Und die Handelsstrategie, die sieht nicht in etwa so aus, dass der sich sagt: Okay, ich habe jetzt hier eine Dartscheibe mit ein paar Unternehmen und wir werfen heute mal einen Pfeil auf die Dartscheibe und das Unternehmen, was dann drankommt, wird heute einfach mal leer verkauft so einfach ist es dann doch nicht. Denn ähm, auch diese, äh, diese, diese Hedgefonds, die haben sehr, sehr häufig Regelwerke, wo man einfach schaut, welche Unternehmen sind denn quasi überbewertet, wo könnte man denn von einer Gegenbewegung ausgehen. Ja, genauso wie ein ganz ähm, klassischer Fondsmanager, der eher auf steigende Kurse ausgeht, der kauft ja auch nicht nach dem Prinzip, was ich gerade gesagt habe, eine Datscheibe an die Wand äh, und draufwerfen in Unternehmen, sondern auch dort werden ja fundamentale Zahlen verglichen. Und wenn man dort sagt, okay, die Unternehmen sind gut, die sind gut bewertet, die haben eine gute fundamentale Basis, dann kaufen wir das Unternehmen, weil einfach die Story stimmt und die Fundamentaldaten passen. Also diese beiden Fondsmanagergruppen, die machen äh, das gleiche nur auf, auf, auf anderen Ebenen. Die schauen ganz genau auf die Zahlen. Und wenn der Fondsmanager, der auf der Longseite unterwegs ist, sagt, hier passt alles, die Zahlen sind, ähm, sag ich mal, gut für die Zukunft. Und wir gehen von Kurssteigerungen aus und passen unsere Kursziele an. Deswegen gehen wir hier long. Ist das das gleiche, wie der Hedgefondsmanager macht, der sich sagt, wir suchen überbewertete Unternehmen, die wir dann entsprechend shorten? Ja, Punkt. So, das ist der Punkt, wie dort gearbeitet wird. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert hier? Und da ist auch der Punkt, wie entstehen denn zum Beispiel Luftschlösser an den Märkten? Und das ist etwas, das haben wir ja schon oft genug gesehen, dass sozusagen die Hedgefondsmanager schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe an den Märkten auch haben. Denn die suchen überbewertete Unternehmen und sorgen durch ihren Verkaufsdruck dafür, dass hier die Kurse fallen. Aber. Wenn man dann etwas hat, äh, wie wir beispielsweise bei GameStop zuletzt gesehen haben, ähm, dass dort sozusagen sich quasi Kleinaktionäre äh, in großen Gruppen zusammenschließen und gegen die Hedgefondsmanager wetten, ähm, dann ist das natürlich eine ganz, ganz andere Qualität. Und das sorgt dann dafür, dass diese Luftschlösser entstehen. Also das ist ein, ein Beleg dafür, dass man einfach irgendwann alles kauft, ohne auf fundamentale Zahlen zu gucken. Und das ist in der Regel sehr, sehr häufig der Retail Trader. Und wenn es davon genug gibt äh, und sich entsprechend äh, die Gegenparteien von den Märkten zurückziehen und man hat keinen mehr, der quasi ähm, verkauft, dann rügelt die Preise einfach ganz ganz stark nach oben und das sorgt dann dafür, dass wir so starke Luftschlösser haben. Das heißt, das könnte unter Umständen dafür sorgen, dass die Rallies an den Märkten bei weitem noch nicht zu Ende ist und wir noch deutliche Schübe nach oben sehen, aber wenn dann irgendwann mal überhaupt keiner da ist, der noch äh, Stücken verkaufen möchte, dann knallt es natürlich, dann gibt es einen Riesenrutsch nach unten. Und das sind die Dinge, die wir momentan an den Märkten so ein bisschen spielen sehen. Und das ist auch das Thema, äh, wo wir jetzt diese starken Volatilitäten herkommen. Und wenn sich so etwas Ähnliches wiederholen sollten, dann könnten wir durchaus noch deutliches Potenzial zur Oberseite haben, aber man weiß halt nie, wann der Knall nach unten kommt. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und da müssen wir ganz, ganz genau hinschauen. Und das ähm, ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deswegen habe ich das einfach hier an dieser Stelle heute mal mit thematisiert was das heißt und warum das Thema der Hedgefondsmanager vielleicht doch eine nicht zu unterschätzende Komponente an den Märkten ist. Da kann sich jeder selbst eine Meinung drüber machen. Ähm, ich habe da auch meine Meinung drüber. Am Ende müssen wir an den Märkten traden, was gespielt wird. Aber Prinzip Hoffnung ist halt kein guter Ratgeber. Und von der Seite her sollten wir das immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Das mal kurz zu dem Thema, was momentan hier auch an den Märkten passiert. Und damit... Sind wir mit der Besprechung vom SP 500 soweit auch durch und wir gehen jetzt quasi noch mal in ein paar andere Indizes hier rein? Wir schauen uns jetzt mal beispielsweise noch den DAX an, äh, den DAU schauen wir uns auch noch an. Ich mache hier mal das Bild entsprechend wieder ähm, etwas größer und damit, wie schon gesagt, auch die Tür weiterhin offen für Wunschmärkte. Das heißt, wer etwas auf der Uhr hat, einfach rein in die Chats. Ich kümmere mich tatsächlich sehr, sehr gerne darum. Das dazu und damit gehen wir jetzt mal in die Indizes rein. Ähm, hier an dieser Stelle. Wir hatten ja diese Woche auch schon immer mal Fragen äh, zum, ähm, wo ist er? Der britische Aktienindex hier. Den haben wir da und den schiebt es momentan genauso nach unten wie die anderen Indizes auch hier. Das ist jetzt der Punkt. Und hier an dieser Stelle, das ist jetzt in diesen Marktphasen so. Jetzt kann man sich als Trader, als Swing Trader auf die Lauer legen. Deswegen mal kurz der Blick in den in den britischen Aktienindex, denn hier an dieser Stelle ist der Markt auf dem Weg zu einem sehr, sehr wichtigen Support-Level. Hier unten. Also, wir sehen es hier oben. Die Marke, wartet mal, ich nehme mal ganz kurz hier alle Linien raus, die wir nicht brauchen. So, das brauchen wir alles jetzt nicht mehr hier, das kann erstmal weg, raus. So, der Rest da oben kann bleiben. Also, was jetzt an dieser Stelle wichtig ist, wir sehen hier schön den Markt nach unten trennten. Das ist eine ganz ganz wichtige Ecke. Und jetzt ist es halt so, wenn wir uns jetzt mal auf die Lauer legen wollen, wo ist denn der nächste wichtige Supportbereich? Das ist hier unten, die Marke um die 3100. Warum ist das wichtig? Das war der Bereich, als wir hier diesen Widerstand rausgenommen haben, hier drüber gegangen sind. Und dann sind wir sehr, sehr schön hier oben liegen geblieben. Der Bereich wurde immer wieder verteidigt. Ne? Hier nochmal kurz, kurz drunter, dann schön stark nach oben, hier auf das Hoch, was wir hier drüben gesehen haben. Und da laufen wir jetzt wieder drauf. Und da wird es wirklich interessant, wenn der Markt tatsächlich ähm, heute noch abverkauft und Montag vielleicht mit einem neuen Reset in den Markt startet, dann könnte durchaus hier ein Abprall kommen, der uns wieder nach oben führt. Also, das wäre mal ein sehr, sehr interessantes Kauflevel an dieser Stelle, was man auf der Uhr mit haben sollte. Das ist das eine. Und jetzt kommt allerdings noch ein großes Achtungszeichen dazu. Hält der Markt hier nicht, ja, dann kann es ziemlich böse ausgehen, denn hier ist nichts, was auffängt. Das ist mal der Tageschart. Hier ging es einfach nur mit starkem Momentum nach oben. Wir haben hier keine großartigen Orientierungslinien auf der Tagesbasis. Und das könnte dann unter Umständen dazu führen, dass wir einen ziemlich starken Abverkauf bekommen, hier unten rein deutlich runter. Also da bekommt quasi diese Marke hier oben einen sehr, 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 sehr wichtigen, äh, sag ich mal, Aufgabenbereich auch mit rein, das Ganze hier zu sehen. Und wenn man das mal so sieht und man sagt, okay, hier oben bei knapp 7000 äh, könnte es mal locker eine 10% Korrektur geben. Diese 10% Korrektur wäre halt auch genau hier unten in diesem Level. Und wenn nach diesem 10% Rückgang immer noch kein Kaufinteresse da ist, dann sieht es wirklich böse aus und dann könnte das Ganze nochmal einen massiven Schub zur Unterseite bekommen. Und das ist dann ganz klar auch mit dem Thema Covid-19 geschuldet, dem Thema Impfstoffen und, und, und dass es momentan wieder ziemlich stark hängt. Man muss sehen, was draus wird. Aber hier ist auf alle Fälle das da. Also hier die Traderinnen und Trader, die ja auch immer mal nach dem UK 100 nachfragen, also nach dem Futsi 100, das ist das aktuelle Bild in diesem Zusammenhang. So, unter ähnlichem Fokus schauen wir uns mal kurz den DAU an. Auch der DAU, sehr, sehr stark zurückgekommen. Wir sehen es hier oben, ein massives Doppeltop gemacht, mittlerweile hier auch unter die Marke von 3500 Punkten gefallen. Und wir sehen es hier im DAU ebenfalls. Hier dieses Level um die 3.300, knapp 20. Das ist ein wichtiger Auffangpunkt. Auch der wurde rausgenommen, gestern verteidigt, heute schon wieder drunter. Das heißt, die Abwärtssequenz, die setzt sich fort. Und hier im DAO genauso zu sehen, wie wir es gerade gehabt haben ähm, im, äh, im britischen Index. Dieses Level hier unten, ja, diese Linie, die ich hier markiert habe, so bei ungefähr 29.000, knapp 600 Punkten. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Drehbereich. Ja, hier sind wir übers damalige Allzeithoch drüber. Hier hat der Markt quasi etwas verharrt, immer wieder getestet, drüber, drunter, dann drüber und dann nachhaltig erstmal drüber. Hier wieder getestet, wieder hoch. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level. Und hier würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir hier unten aufdippen und dann nach oben prallen. Schiebt es den Markt aber hier auch drunter, dann wird es auch hier ziemlich duster, dann ist der Weg nach unten offen. Dann haben wir hier noch einen kleineren Auffangbereich. Hier, das sehen wir, diesen Wechselbereich, den wir hier haben, so knapp um die 29.000 Punkte Marke. Und wenn auch dieses Level nicht halten sollte, dann müssen wir uns deutlich tiefer orientieren und dann sehen wir hier unten in diesem Schwungbereich um die 26.000. Ähm, ich weiß, da muss schon einiges Heftiges passieren, aber das ist leider das, was uns die Charttechnik sagt. Ob es soweit kommt, werden wir sehen. Wir sollten es auf der Uhr haben. Wenn es der Markt spielt, müssen wir es auf der Uhr haben. Wir haben aber auch noch einiges an Luft nach unten hin. Und man darf halt auch nie aus den Augen verlieren, dass trotz der gesamten Situation, wie wir sie jetzt haben, doch noch einiges an Hilfsmaßnahmen auf uns wartet. Man ist da halt nur noch nicht in die so offiziellen Maßnahmen gegangen, dass der Markt davon... Hoch, ähm, sage ich mal, erfreut ist und das nach oben geht, da kann noch einiges kommen, aber wir müssen ja vorbereitet sein, einen Plan sozusagen machen und sollten wir tatsächlich hier unter das Tief von gestern fallen, ich mache das Ganze mal im Stundenchart auch auf, dann wäre das genau das Bild Fortsetzung von dieser starken Abwärtsdynamik und im DAU sehen wir es halt unten rein. Wir haben zwar hier wieder einen kleinen Aufwärtstrend bekommen, aber man sieht halt ganz klar im Chart, Fallende Hochs und Fallende Tiefs. Und solange wie das der Fall ist, sehen wir halt, dass der Markt noch längst nicht fertig ist mit der Bewegung nach unten. Und das ist halt ein wichtiger Fakt. Und das ist halt das, was wir auf der Uhr haben müssen. Und wenn das hier oben sozusagen das Korrekturhoch war, hier in diesem wichtigen Bereich umzudrehen, um die Marke von 30.900 und ein paar in die 60, das nach unten abzuverkaufen, da haben wir schon viel Potenzial zur Unterseite noch mit drinnen. Und wenn man sich das mal anschauen möchte, wenn welches Potenzial da drinnen herrscht, einfach mal diesen massiven Rückgang hier mit draufsetzen. Hier, ich will es mal ganz kurz nur zeigen. Hier, schaut mal, das war das Korrekturlevel oben rauf. Und wenn wir das mal unten dran setzen hier, schaut mal, haben wir gut und gerne quasi ein ganzes Stückchen abgefrühstückt, fast komplett raus. Und wenn wir dieses Spiel mal hier oben weiter treiben und der Markt seinem Kontext treu bleibt, und wir setzen einfach mal das hier drauf, dann sehen wir, wo wir stehen. Und dann stehen wir halt an dieser Stelle hier unten im Bereich 29.200 Punkte, was allein das Potenzial von dieser Korrektur noch ist, wenn wir hier... Und das Tagestief von gestern fallen, also auch quasi auch nachhaltig die Marke von 30.000 Punkten aus dem Markt nehmen. Wir werden sehen, äh, wo es ist. Das heißt, an dieser Stelle bleiben wir hier gespannt, machen einen Plan und wir wissen ja, was los ist. Ne? Geht es kurzfristig hoch, nehmen wir die Vortagesdynamik wieder auf, wäre das positiv zu sehen. Dann müssen wir allerdings auch zwischenzeitlich erstmal noch hier drüber und dann hätten wir einen schönen Gegentrend. Ja? Dann hätten wir hier nicht nur diese leichte Aufwärtstendenz von gestern, sondern. Dann auch eine Bestätigung und obendran noch Anlaufpunkte im Kurzfristbereich. Hier oben dann noch die 31.100 und dann die 31.200 ein paar eine 60. Sehr, sehr schöne Sachen da, aber man muss halt genau hinschauen. Und bei den heutigen Volatilitäten, die wir aktuell haben, das kann schon ziemlich tricky sein. Und beim Thema Volatilitäten komme ich nochmal kurz zurück auf äh, den. Auf, den, äh, auf, die, auf die Futures und da weiß oder wissen Sie ja jetzt schon, worauf ich immer wieder schaue, ich schaue mir gerne mal den Wix an. Der Volatilitätsindex und der ist halt brutal angestiegen. Ne? Das hatten wir diese Woche schon gestern hier ein leichter Rücksetzer. Heute geht es schon wieder deutlich nach oben. Und hier ist es halt wichtig: nehmen wir hier die 36 raus, dann, halleluja, wird es dunkel an den Märkten. Dann können wir sehr, sehr schnell einen massiven Anstieg sehen. Und das ist dann genau das, dass die Märkte brutal nach unten abverkaufen. Da brauchen wir dann tatsächlich hier die Schutzszenarien. Ob es so weit kommt, wir werden sehen. Wir müssen hier schauen, wo es kurzfristig lang geht. Auf alle Fälle mal im Dau der Blick auf das was kommt fallen wir hier unter diese kleinen Zwischentiefs drunter dann hier die Marke von 30202 Punkten raus und dann ist das nächste kurzfristige Orientierungslevel hier unten um grob 30050 Punkte und wer das ganze klein sehen möchte da sieht es hier nochmal entsprechend da. Ich raff's es mal kurz noch ein bisschen hier von der Größe, dass wir es besser sehen können. An dieser Stelle heißt das hier, das ist der Weg, der nach unten ist. Und wenn wir hier mal sehen, wo die Zwischentiefs sind, schaut mal hier, hat es den Markt nach oben geschoben. Das sind die kleinen Zwischentiefs, die da sind. Und das sind die wichtigen Marker hier mit Blick in den Dow Jones. Passt also von der Seite her. Alles ins Bild, diese starken Schwankungsbreiten. Man kann gut und gerne was draus machen und man sieht hier im 5-Minuten-Chart auch sehr, sehr schön, wie schön die Umkehrbewegung hier gestern auch angefangen hat. Und das ist halt der Punkt. Moment, wenn wir das mal kurz machen wollen, hier an dieser Stelle, schaut es euch an, hier ging es nach oben, nach unten. Dann hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Jetzt die korrektive Phase und das ist halt wichtig. Also quasi das hier ist. Die Bewegung gewesen, das ist aktuell der starke Korrekturarm. Und wenn wir hier oben im Kurzfristbereich erstmal hier das Zwischenhoch rausnehmen, etwas über 30.410 Punkten dann haben wir die Dynamik nach oben, dann haben wir hier einen Boden, der mehrfach getestet wurde und nach oben gehalten hat und wenn das klappt, dann können wir uns zumindest kurzfristig mal hier oben Richtung 30530, 30600 und dann hier oben die 30000 im weiten weiten Lauf 900 Punkte orientieren. Die weiten weiten Schwankungen machen es durchaus möglich, deswegen planen und gut auf die Lauer legen. Das zum DAU. Weitere Fragen haben wir hier jetzt an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir sehen einfach mal quasi in das Thema. Der Märkte heute rein. Mich persönlich ähm, ja, würde es nicht wundern, wenn ihr einen verhaltenen Tag bekommen. Einfach, weil die Trader auch sagen, wir müssen mal abwarten, was übers Wochenende kommt, wie Covid sich entwickelt, was vielleicht an botschaften kommt. Da geht man lieber so ein bisschen in Deckung, aber die Gegenseite kann genauso passieren. Also man merkt momentan, es ist eine große, große Unsicherheit da. Das sieht man halt auch an den sehr, sehr ausladenden Charts, die wir hier an dieser Stelle haben. Das sieht man auch sehr, sehr schön an der Entwicklung von diesem Volatilitätsindex hier. In den USA, die wir da haben. Das sind alles die Level und die Marken, die wir da haben. Und mit diesen Worten sage ich für heute ähm, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Woche äh, war für den einen oder anderen wirklich auch richtig gut. Wir hatten ja wieder schöne Handelsszenarien, schöne Handelssetups, gerade auch in den Währungen oder gestern auch den Indizes. Das Ganze schauen wir uns nächste Woche weiter an. Am Sonntag mache ich das Research am Sonntag äh, fertig. Äh, davon gehe ich aus, dass ich es zeitlich schaffe. Und wir schauen dann Montag 8.30 Uhr wieder in die ticken den Märkte rein. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt allen einen erholsamen Start ins Wochenende, einen guten Freitag auf alle Fälle und bis nächste Woche. Tschüss, bye bye und immer einen Plan machen und den Plan entsprechend traden und dann läuft das. Bye bye.